Sehr geehrter Herr Altpräsident, lieber Herr Prömel, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Mitglieder des Fachbereichs Informatik und der TU Darmstadt, liebe Gäste und vor allem natürlich lieber Johannes, es freut mich außerordentlich, Sie alle, dich im Namen des Fachbereichs Informatik zur heutigen Festveranstaltung, zur heutigen Abschiedsvorlesung von Johannes Buchmann begrüßen zu dürfen. Es kommt in der Amtszeit eines Dekans nicht allzu häufig vor, dass wir als Fachbereich einen Kollegen verabschieden, der mehr als 20 Jahre an unserem Fachbereich gewirkt hat. Und noch seltener hat ein Dekan die Ehre, einen Leibniz-Preisträger mit enormer wissenschaftlicher Strahlkraft in den Ruhestand zu verabschieden. Und es bedarf sicherlich keiner prophetischer Gaben, wenn ich sage, dass ein solches Event in unserem Fachbereich so schnell nicht wieder passieren wird. Vor diesem Hintergrund freut es mich ganz besonders, dass ich die Ehre habe, Sie und vor allem dich, lieber Johannes, heute Abend in meiner Rolle als Dekan sehr herzlich willkommen zu heißen. Und ich möchte dann anschließend an unseren ehemaligen Präsidenten Hans-Jürgen Prömel und später dann an unseren Kollegen Ahmad Zadeghi, Sprecher des Profilbereichs Cybersicherheit, das Wort übergeben. Aber zunächst mal, da vielleicht nicht alle Anwesenden die Vita von Johannes Buchmann genauer kennen, möchte ich in aller Kürze zumindest ein paar wichtige Stationen zusammenfassen. Er hat 1982 an der Schnittstelle zwischen Mathematik und Informatik in Köln promoviert und hat danach erstmal was gemacht, was die meisten nicht mit einer geradlinigen akademischen Laufbahn assoziieren würden. Er hat als Mathematiklehrer gearbeitet und hat tatsächlich 1984 auch das zweite Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien abgelegt. Es hat ihn dann glücklicherweise 1985 doch wieder zurück in die Forschung verschlagen und er ist mit dem Humboldt-Stipendium in die USA, an die Ohio State University gegangen und hat dort an dem damals neuen Gebiet der Public Key Kryptographie angefangen zu forschen. 1988 hat er dann habilitiert in Düsseldorf und folgte im gleichen Jahr einem Ruf an die Universität Saarbrücken. Und in die dortige Schaffenszeit fällt auch der erwähnte Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis, der ihm 1993 zusammen mit Klaus-Peter Schorr verliehen wurde, für seine Arbeiten im Bereich Zahlentheorie und Kryptographie, zwei der Themen, über die wir nachher von Johannes Buchmann noch mehr hören werden. Eine glückliche Fügung für uns alle war es, dass wir als TU es geschafft haben, dich im Jahr 1996 für unseren Standort gewinnen zu können, wo du in der ganzen Reihe weiterer Gebiete der Cybersicherheit wesentliche Beiträge geleistet hast. Ich bin sicher, Ahmad Zadeghi wird es nachher noch besser und gekonnter würdigen, als ich das kann, als jemand, der dem thematisch nicht ganz so nahe steht. Aber ich möchte zumindest die Public-Key-Infrastrukturen, E-Voting und vor allem auch deine Pionierarbeiten im Bereich Post-Quantum-Cryptography natürlich hier erwähnen. Folgerichtig bei diesen ganzen wissenschaftlichen Leistungen ist, dass Johannes Buchmann in den darauffolgenden Jahren mit einer ganzen Fülle an wissenschaftlichen Preisen, prominenten Preisen ausgezeichnet wurde. 2003 der Innovationspreis des Landes Hessen, 2006 Karl-Heinz Beckholz-Preis und auch eine Ehrendoktorwürde der Universität Debrecen, 2013 der Tsung-Ming Tzu Award und National Science Councils Taiwan und 2017 die Konrad-Zuse-Medaille. Und daneben ist Johannes Buchmann Mitglied von nicht weniger als vier wissenschaftlichen Akademien. Ich habe vielleicht bei der Zählung noch einige vergessen, wer weiß. Lieber Johannes, du hast nun 23 Jahre in unserem Fachbereich gewirkt und es ist ganz sicher keine Übertreibung, wie es manchmal bei solchen Festveranstaltungen vielleicht gemacht wird, wenn ich sage, dass ohne dein Wirken unser Fachbereich nicht dort wäre, wo er heute ist. Du hast sehr frühzeitig erkannt, welches Potenzial unser Fachbereich im Bereich der IT-Sicherheit hat und dieses Profil strategisch entwickelt und systematisch gefördert. Und wir werden sicherlich von Ahmad Zadeghi noch mehr zu diesen Entwicklungen hören. Aber ohne deinen unermüdlichen Einsatz wären wir ganz sicher nicht zu einem der bundesweit führenden, wenn nicht gar dem führenden Standort im Bereich Cybersicherheit geworden. Aber es wäre sicher falsch, wenn ich meine einführenden Betrachtungen nur auf die Cybersicherheit reduzieren würde, denn wie Sie, lieber Herr Prömel, in Ihrer Abschiedsbilanz anlässlich Ihres eigenen Ausscheidens vor einigen Wochen nochmal zusammengefasst haben, hat sich unser Fachbereich in den letzten knapp mehr als 10 Jahren von einem der kleinsten Fachbereiche der TU zu einem der größten und auch forschungsstärksten Fachbereiche dieser Universität entwickelt. Und die strategische Entwicklung im Bereich der Cybersicherheit hat ganz sicher wesentlich dazu beigetragen. Unter anderem auch, weil unser Fachbereich als Ganzes dadurch innerhalb der Universität, aber auch im Land und im Bund ganz stark an Sichtbarkeit gewonnen hat. Und für diesen außergewöhnlichen Einsatz für unseren Fachbereich danken wir alle dir, lieber Johannes, wirklich ganz herzlich.
Aber dein Wirken in unserem Fachbereich beschränkt sich bei weitem nicht nur auf die Forschung und die strategische Entwicklung. Mit meinem Verweis auf dein früheres Leben als Mathematiklehrer habe ich schon angedeutet, dass auch die Lehre bei dir immer ein wichtiges Thema war. Du hast zum Beispiel sehr erfolgreich die Einführung in die Kryptographie an der TU etabliert und auch ein Lehrbuch dazu verfasst. Auch zweimal, mindestens zweimal, konntest du den Preis für die beste Lehre am Fachbereich Informatik gewinnen. Und wie ich gehört habe, vor ein paar Wochen vermissen unsere Studierenden deine Vorlesungen schon jetzt. Einer unserer jüngeren Kollegen hat mir kürzlich eine Anekdote erzählt. Ich glaube, du kennst sie schon, aber für die Allgemeinheit möchte ich sie trotzdem mal wiedergeben. Er hat eine Lehrveranstaltung übernommen und in den ersten Wochen lief das alles prima, bis vermehrt Studierende kamen und ihn fragten, wieso denn die Lehrveranstaltung jetzt plötzlich ganz anders sei. Und nach kurzem wurden dann die Fragen noch ein bisschen pointierter und es wurde die Frage gestellt, wann denn der andere Professor wieder käme. Dieser andere Professor, Sie werden es raten, ist unser geschätzter Kollege Johannes Buchmann. Und auch wir im Kollegium haben, glaube ich, über die Jahre viel von dir lernen und uns viel von dir abschauen können, fachlich wie außerfachlich. Mich persönlich hat zum Beispiel immer besonders beeindruckt, wie du deine Ideen und Ziele, die du entwickelt hast, so formulieren und kondensieren konntest, dass deren Wichtigkeit und Richtigkeit auch denen, die dem Thema nicht so nahestehen, sofort immer ersichtlich war. Umso mehr freue ich mich eigentlich, dass wir heute noch was von dir lernen können im Bereich Zahlentheorie und Kryptographie. Und ich erwarte mit Spannung deine Abschiedsvorlesung. Doch bevor ich jetzt unserem ehemaligen Präsidenten Hans-Jürgen Prömel das Wort gebe, möchte ich dir, lieber Johannes, noch einmal für deinen enormen Beitrag und deinen unermüdlichen Einsatz für unseren Fachbereich ganz herzlich danken und dir für deinen bevorstehenden Ruhestand alles erdenklich Gute wünschen. Vielen Dank, Johannes. Ja, sehr geehrter Herr Dekan, lieber Herr Roth, lieber Herr Sadeghi, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren und natürlich und vor allem sehr geehrter Herr Professor Buchmann, lieber Johannes. Ich wage zum Einstieg meines kurzen Grußwortes eine These. Die TU Darmstadt wäre ohne dich nicht das, was sie heute ist. Du hast die TU Darmstadt in den vergangenen 23 Jahren mitgeprägt, wie kaum eine Professorin und ein Professor dieser Universität. Wir sind beide, zumindest von der Ausbildung her, Mathematiker. Einer Behauptung, wie ich sie soeben aufgestellt habe, muss also ein Beweis folgen. Einen solchen will ich nun versuchen, in aller Kürze zu skizzieren. Seit 1996 bist du Professor für Informatik der TU Darmstadt. Über deine ersten 11 Jahre hier an der TU kann ich wenig aus eigener Anschauung sagen, aber die Spuren deines Wirkens waren auch 2007, als ich an die Technische Universität Darmstadt kam, schon deutlich sichtbar. Der Boden war bereitet, Darmstadt zu einem der bedeutendsten Zentren der IT-Sicherheitsforschung in Europa zu machen und die Informatik zu einem der führenden Fachbereiche in Deutschland. Ein erster ganz wesentlicher Schritt, ja der Katalysator für die weitere dynamische Entwicklung, war die Einwerbung des Löwe-Zentrum CASE, Center for Advanced Security Research Darmstadt, im Jahre 2008, also gerade als ich hierher kam, dessen Spiritus Rector und Gründungsdirektor du warst. Von da an schien sich der Erfolg fast von selbst einzustellen. 2014 wurde der Sonderforschungsbereich Crossing von der DFG bewilligt, der erste Sonderforschungsbereich zu diesem relevanten Thema der Sicherheitsforschung in Deutschland. Du warst der Gründungssprecher des Sonderforschungsbereichs und hast ihn bis vor einem Monat geleitet. 2015 wurden dann das Löwe-Zentrum CASE und das vom BMBF geförderte Projekt EC Sprite zusammengeführt. Und es wurde das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit, kurz CRISP, hier in Darmstadt gegründet. Die feierliche Eröffnung fand im Beisein von Ministerpräsident Bouvier und der damaligen Bundesforschungsministerin Wanka statt, genau an deinem Geburtstag am 20. November 2015. Ein Geburtstagsgeschenk für deine langjährige, zielgerichtete und strategische Vorarbeit, die zu diesem großartigen Erfolg geführt hat. Du bist ein brillanter und hochdekorierter Wissenschaftler, Träger des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preises, der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung, die deutsche Forschungsgemeinschaft zu vergeben hat,
Weitere Preise hat der Dekan schon genannt. Ich möchte es hier bei dem einen Beispiel belassen. Du verstehst es aber auch, Wissenschaft kreativ und engagiert zu gestalten. Für deine Wissenschaft, der Kryptographie und der Cybersicherheit, habe ich Beispiele genannt. Du warst aber auch von 2001 bis 2007 Vizepräsident für Forschung der Technischen Universität Darmstadt. Der erste Vizepräsident für Forschung, den diese Universität hatte. Und du hast eine Infrastruktur für die Forschung geschaffen, die diese Universität dringend bedurfte. Ich war froh über diese von dir geschaffene Basis, als ich 2007 nach Darmstadt kam. Einer Basis, auf die ich gut aufbauen konnte und auch gerne aufgebaut habe. Und ich weiß um die Weitsicht und das Engagement, deren es bedarf, eine Universität als Forschungsuniversität erfolgreich zu positionieren. Ich habe zur gleichen Zeit wie du an der TU Darmstadt dies an der Humboldt-Universität zu Berlin als Vizepräsident für Forschung getan oder es zumindest versucht. Über viele andere Gemeinsamkeiten, die wir haben und hatten, habe ich bereits anlässlich deines 60. Geburtstags gesprochen. Wir sind gleich alt. Nein, natürlich bist du 65 Tage jünger als ich. Wir haben im gleichen Jahr, 1982, im gleichen Fach in der Mathematik promoviert und sind dabei, und das wurde erwähnt, beide für ein Jahr in die USA gegangen. Beide wurden wir dann am 1. Oktober 1988 zu dem, was damals ordentlicher Professor hieß, berufen. Du in der Informatik in Saarbrücken, ich in die diskrete Mathematik in Bonn, aber die Informatik hat mich mitberufen. Und für Insider, wir haben beide die gleiche Erdöschzahl, nämlich 2. Schließlich haben wir uns auch persönlich getroffen, nämlich 2007 hier an der Technischen Universität Darmstadt und haben die vergangenen 12 Jahre gemeinsam an dieser wunderbaren Universität verbracht. Für diese 12 Jahre möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Als Präsident der TU Darmstadt während dieser 12 Jahre, denn die TU Darmstadt verdankt dir, lieber Johannes, sehr viel. Als Wissenschaftler und als Wissenschaftsmanager, wie ich versucht habe, kurz zu skizzieren. Aber auch als Teil des Gesichts der TU Darmstadt. Denn das Gesicht einer Universität wird nur von wenigen Professorinnen und Professoren geprägt. Von Personen, auf die die Wissenschaft, aber auch die Politik, die Wirtschaft und die Medien schauen, wenn es darum geht, sich zu orientieren, in welche Richtung wissenschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklung ihren Lauf nehmen. Dass Menschen, die eine solche Orientierung suchten, immer wieder nach Darmstadt geschaut haben und auf die TU, verdanken wir auch dir. Vor allem aber möchte ich mich persönlich bei dir bedanken. Als wir uns das erste Mal persönlich trafen, waren wir Konkurrenten. Aus der Konkurrenz ist über 12 Jahre eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit geworden. Eine Zusammenarbeit zum großen Nutzen der TU Darmstadt, die mich aber auch persönlich sehr bereichert hat. Ich hoffe sehr, dass wir uns auch im nun bevorstehenden Unruhestand weiter sehen und einen anregenden Austausch pflegen. Vielen Dank, lieber Johannes. Über Ehrungen und über die Beliebtheit von Johannes Buchmann muss man ja nicht lange diskutieren. Das sieht man einfach an diesem vollen Saal. Ich habe natürlich ein bisschen nachgeforscht, aber auch mit Johannes Buchmann hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zu arbeiten. Deswegen will ich das ein bisschen persönlich halten. Ich habe mir auch sogar von künstlicher Intelligenz sozusagen Hilfe geholt. Ich werde es hier versuchen, ob das Ding funktioniert. Alexa, frag das Orakel, wer Johannes Buchmann ist. Er ist ein Spitzenforscher und wahrer Zen-Meister. Soll ich weiter erzählen? Nein. Es gäbe noch so viel zu erzählen. Okay, also ich werde jetzt dann den Pfad übernehmen. Und fange erstmal an, wenn man nach Johannes Buchmann in Google recherchiert, dann sieht man eine Menge Bilder von ihm, wo er irgendwo sein Podium steht und eine Rede hält oder irgendwelche Trophäen in den Händen hält. Und dann denkt man, ist er ein Sportfunktionär oder was ist denn das?
Aber wenn man das nicht genauer anschaut, sieht man einfach, das haben Herr Prümmel und Stefan Roth genügend erwähnt, wie viele Leistungen dieser Mann einfach in diesem Land, aber auch international sozusagen auf seinen Schultern hat. Und die Liste der Preise, die wurden ja erwähnt, aber auch, sage ich mal, über die Grenzen in Deutschland hinaus, zum Beispiel in Asien, wo Johannes Buchmann auch ein bisschen sozusagen kulturell Verbindung oder so eine Art Verbindung zu dieser asiatischen Kultur hat, könnte man sehen, speziell in Asien, ich bin sehr oft in Asien, habe gute Verbindungen und Johannes Buchmann hat halt so eine Art Boyband-Mitglied-Beliebtheit speziell in China, also das kann man nicht wirklich schlagen. Es gibt aber auch wesentliche Unterschiede zwischen mir und Johannes Buchmann, das muss ich hier einfach zugeben. Johannes Buchmann interessiert sich für Fotografie und Kunst und ich habe gar keine Ahnung von beiden. Johannes Buchmann liest Bücher und Gedichte, ich google nur. Johannes Buchmann ist ein Kölner und das ist in der Tat Johannes Buchmann und er geht auf Karneval und ich bin völlig interessenfrei, was Karneval betrifft. Johannes Buchmann interessiert sich für Spiritualität und auch, ich sage mal, asiatische Meditationstechniken und Yoga. Und diese Sachen machen mich ganz nervös und sogar aggressiv. Also mehr Unterschiede gibt es zwischen uns beiden nicht. Aber ich möchte gerne sagen, was macht Johannes Buchmann für mich sehr interessant und vor allem sehr, wie sagt man, einmalig. Diese Pose von Johannes Buchmann ist, wenn man ihn beobachtet, ist, sage ich mal, sehr typische Pose, wenn er sehr konzentriert und fokussiert über Themen nachdenkt und auch uns, wie Stefan Roth gesagt hat, erklären will, was ist denn wichtig. Und zwar in einer Sprache, die alle verstehen können. Hallo. Und manchmal ist sein Kopf nach vorne geneigt und macht er die Augen zu. Das ist mir passiert beruflich, als vor vielen Jahren er als Advisory Board Mitglied in Bochum war. Ich war ja Professor in Bochum und wir müssen einen Vortrag vor ihm halten und ich war extrem nervös, was passiert, wenn Johannes Buchmann meine Forschung nicht gut findet. Und dann hat er auch seine Augen zugemacht, während ich geredet habe. Und ich dachte, er ist mir jetzt eingeschlafen. Also es ist alles vorbei, ich kann wirklich keine Karriere mehr machen. Und nein, es ist gut gegangen, er hat wirklich nur sich darauf konzentriert, was wir sagen. Aber was ist denn meine Verbindung zu Johannes Buchmann? Ein Zitat von ganz berühmten Menschen. Es geht nicht um seine Erfolge. Erfolge sind natürlich sehr wichtig, beeindruckend. Aber es geht darum, dass er auch ein wertvoller Mensch ist. Und ich möchte gerne ein bisschen darauf eingehen. Ich habe so eine optische Wahrnehmung, wenn ich mit verschiedenen Menschen rede, damit ich überhaupt die nicht vergesse. Ich assoziiere die mit irgendwelchen Objekten oder Menschen, die ich kenne oder über die ich gelesen habe, speziell wenn die Leute reden. Bei Johannes Buchmann ist es ein bisschen kompliziert, weil wenn man mit irgendeinem Thema zu ihm geht, müsste man erstmal ganz genau die Logik erklären, die Zielsetzung, er sagt, Moment, was soll dann das überhaupt bewirken? Und das ist nicht so einfach, also Ad-Hoc-Themen muss man sich so schon vorher was überlegt haben. Also, er erinnert mich immer an sozusagen Goethe. Ich habe eine Art Artificial Intelligence Algorithmen genommen, die Bilder, so eine Symbiose von Bildern macht. Das wäre eine Symbiose von Goethe und Johannes Buchmann. Also Johannes Buchmann ist wirklich analytisch. Johannes Buchmann ist auch sehr passioniert. Das ist, was ich sehr, sehr schätze. Das ist eine Symbiose von Van Gogh, was für mich das Zeichen der Passion und Johannes Buchmann. Diese Algorithmen können nicht alle miteinander verbinden, das ist das Problem. Wenn man auch mit ihm redet, er hat eine kraftvolle Ruhe. Das heißt, Passion und kraftvolle Ruhe, das passen irgendwie nicht zueinander und deswegen erinnert er mich immer an Dalai Lama. Das ist, wenn man mit ihm redet, habe ich immer diese drei Leute vor mir und muss da irgendwie durchkommen.
Und was alles, was er noch dazu hat, und das haben nicht viele Menschen, deswegen ist er für mich einmalig, das ist die richtige Intuition. Und dafür habe ich mich wirklich ein bisschen ins Zeug gelegt, um Zitaten von ganz bekannten alten persischen Dichter und Philosophen zu holen. Das ist eine Interpretation von Intuition. Und was bewirkt diese Intuition? Das ist, was ich als das Lebenspfad bezeichne. Johannes Buchmann ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die das Leben von vielen anderen Menschen beeinflusst hat. Natürlich im positiven Sinne. Ich glaube nicht, dass er ein schlechtes Gutachten für Leute schreibt. Viele Leute, die hier sitzen, also junge Wissenschaftler, haben durch seine Unterstützung, sind sie gerade dort, wo sie gerade sind, haben große Karriere gemacht, weil Johannes Buchmann durch seine Intuition deren Potenzial erkannt hat und sie mit seiner Passion richtig unterstützt hat. Und viele Menschen wissen auch gar nicht, dass er irgendwann mal sozusagen ihre Lebensbahn schon gekreuzt hat. Ich denke, das ist unglaublich wichtig zu wissen, wenn man ein wertvoller Mensch ist, auch für die anderen Menschen. Es wurde erwähnt, dass Johannes Buchmann einen großen Beitrag geleistet hat in Deutschland, was Cybersicherheit betrifft. Und ich kann das aus eigenen Erfahrungen ganz so bestätigen, dass das sind die Liste von allen Top-Tier-Konferenzen im Bereich IT-Sicherheit. In 1999 war Deutschland gar nicht genannt. Es gab eine Handvoll von Kryptografen in Deutschland und was IT-Sicherheit betrifft, die Forschung, war keine Top-Forschung. Die Politik hat natürlich, wie Sie sehen, wir waren sogar hinter England. Normalerweise sollte nicht etwas Negatives sein. Die haben ja immer eine Blase gehabt und in ihrer Blase haben sie natürlich auch große Experten gehabt, aber nicht international, sehr wenige. Vielleicht Leute wie Ross Anderson. Aber was wichtig ist, ist, dass durch die Politik hat irgendwie Glück gehabt. Johannes Buchmann, natürlich waren auch andere daran beteiligt, aber Johannes Buchmann hat eine wesentliche Rolle gespielt. Johannes Buchmann gefunden. Der ist ja kein Lobbyist. Der ist ein richtiger Forscher. Er weiß, was Qualität der Forschung ist. Er weiß, wie es einem Freude macht, mit exzellenten Doktoranden zu sitzen und Papers zu schreiben. Das kennt er und das ist sehr, sehr wichtig, auch in einem hohen Alter. Jetzt sind wir, wenn man alle IT-Sicherheits-Top-Publikationen in Deutschland betrachtet, Nummer 2 nach den USA. Und innerhalb von so vielen Jahren hat man erstmal an die richtigen Leute gesetzt. Natürlich, Herr Götz sitzt auch hier. Er ist auch einer von den großen Unterstützern dieser Richtung. Und ohne solche Menschen hätten wir diese Lage nicht gehabt. Okay, Johannes hat auch sein Feuer mit der Wahl von richtigen Leuten sozusagen entfacht. Und dadurch ist das natürlich zu einer Situation gekommen, dass man ihn, wie Herr Brunner gesagt hat, dass man in Darmstadt ein großes Zentrum für IT-Sicherheit bauen konnte. Ich erinnere mich, dass Johannes, als er mich rekrutieren wollte, ist mit voller Einsatz. Er hat mich eingeladen, er hat mir von Kultur, obwohl ich wirklich, habe ich ja gesagt, ich bin nicht so viel in Kultursachen, hat er mir erzählt, der hat, und nach seinen Erzählungen kam Darmstadt mir so groß wie New York vor. Er ist extrem überzeugend. Ich bin sogar zu der russisch-orthodoxen Kirche gegangen, obwohl ich Atheist bin, weil er so viel davon erzählt hat und die Geschichte und Hintergründe. Also voller Einsatz, nicht nur einfach aus wissenschaftlichen Sinn, sondern auch menschlich. Und das wurde erwähnt durch seine großen Beiträge und durch diese Passion, sage ich mal, haben wir viele große Projekte gehabt. Und wir haben natürlich, letztendlich sind wir zu einem Profilbereich, einer der 6 Profilbereiche der TU Darmstadt, die Exzellenz in Cybersecurity-Forschung sozusagen darstellen sollten und zusammenfassen sollten. Aber auch ein wichtiges Thema in dem Projekt Crossing, was ich eines der besten Projekte halte, was ich bisher gesehen habe oder wo ich involviert war,
eine Menge von Top-Publikationen mit großem Impact auf die Gesellschaft, aber auch auf die Technologie, wenn Sie sich mit Crosslink-Projekt beschäftigen. Aber auch das Thema Post-Quantum-Kryptographie, also was passiert, das wird wahrscheinlich Johannes selber erwähnen in seiner Vorlesung, ist durch ihn sozusagen wiederbelebt worden, in Deutschland, aber auch international. Ich komme langsam zu Ende, und zwar, Johannes hat auch sozusagen am Bau von unserem Gebäude, also was wir sozusagen bekommen von der Universität, natürlich durch Bemühungen von vielen anderen Leuten, auch Herr Trümmel hat uns sehr unterstützt. Aber Johannes war immer auch bei solchen Sachen dabei. Sie sehen ja, das ist so wie ein Architekt, sitzt er da. Und wir haben immer noch nicht so genügend Platz in diesem Gebäude, weil wir so viele sind. Vielleicht haben Sie beim Bau 2, 3 Etagen vergessen, aber insgesamt zeigt es einfach, dass er überall aktiv war. Das ist doch ein Selfie, was wir mit Forschungsminister Rhein gemacht haben. Ich weiß nicht, ob er noch im Amt ist. Wenn nicht, dann vergessen wir ihn. Okay, sorry. Ich bin nicht für Politik Correctness sehr bekannt. Okay. Ich würde aber vorschlagen, Leute, macht eine Abstimmung und nennt dieses Gebäude Johannes Buchmann-Gebäude. Er hat es verdient. Johannes, ich hoffe, dass du Person des Jahres wirst. Für mich bist du schon. Und ich hoffe, dass die anderen das auch irgendwann mal richtig verstehen. Du hast uns eine Sache gelehrt. Egal wie klein du bist, du kannst auch große Sachen bewirken. Und ich denke, das ist etwas, eine Nachricht sozusagen, so ein Message, die ich von dir gelernt habe, als ein Mentor. Und als letztes möchte ich dieses Zitat von Friedrich Nietzsche eigentlich widerlegen, weil vielen Dank für alles, was du gemacht hast. Ich denke, ich werde immer dein Schüler bleiben, auch wenn ich selbst sozusagen ein Individualist bin. Ich hoffe, dass wir uns immer wieder treffen und ich hoffe, dass du immer wieder zu uns kommst und wir von deinem Rat und Weisheit profitieren. Auf Yoga stehe ich nicht, aber du hast vieles uns zu erzählen und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Ja, ich bin natürlich sehr berührt von allem, was gesagt worden ist. Ich bin sehr berührt davon, dass hier so viele sitzen und mir zuhören. Ich begrüße euch alle. Ich habe auch ja die einen oder den anderen schon vorher persönlich begrüßt. Dann wollte ich diese Vorlesung halten und irgendwie habe ich mir gedacht, wer da kommt jetzt? Ne? Und was sage ich eigentlich all diesen Menschen? Es gibt Expertinnen und Experten für Informatik, für Mathematik, Leute, die davon praktisch nichts verstehen, die Studierenden auf sehr unterschiedlichem Niveau. Ich finde es ganz toll, dass so viele da sind. Und naja, dann habe ich jetzt einen Schwerpunkt gelegt. Ich erzähle jetzt in meiner Abschiedsvorlesung ein bisschen was über mein Leben, ein paar Altersweisheiten sondere ich ab und ich erzähle auch was über, man wird das sehen. Gut. Also es ist so, ich beginne mit einem Zitat von einem berühmten Mann, das ist der Søren Kierkegaard, der hat Folgendes gesagt. Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden muss. Aber darüber vergisst man den anderen Satz, dass vorwärts gelebt werden muss. Rückwärts verstehen, vorwärts leben. Will ich mal als Motto über meine Vorlesung setzen. Wenn man 65 ist, ist natürlich rückwärts verstehen angesagt. Das ist meine Abschiedsvorlesung, da mache ich das mit dem rückwärts verstehen ein bisschen. Auch bei der Vorbereitung, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Zeit für eine einzelne Vorlesung investiert wie für die. Ich habe das immer alles gefunden, habe ich alte Bilder wieder gefunden. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe da rausgenommen und so. Genau. Also, das geht so. Ich werde ein bisschen was über meinen Anfang sagen, also die ersten Jahre meines Lebens. Dann über Zahlentheorie und meine Lehrerausbildung.
Dann kommt die Kryptographie, die Cybersicherheit und dann, was die Zukunft bringen soll. Das heißt, Kapitel 1 bis 4 sind rückwärts verstehen und das Kapitel 5 ist vorwärts leben. Das ist der Anfang. Und was steht am Anfang? Da ist man klein, das bin ich im Jahr 1954, ich bin 1953 geboren und rechts sind meine Eltern. Mein Vater hieß Hans Martin, der hat gelebt von 1920 bis 2013, ist 93 geworden. Und meine Mutter ist leider nicht so alt geworden, hieß Erika und die hat gelebt von 1924 bis zu dem Jahr, wo ich hier hinkam. Ich war gerade neu in Darmstadt, das war im April, da ist meine Mutter leider gestorben. Und die stehen da und ich meine, Sie können das sehen, dahinter ist die Skyline von New York. Die fuhren damals zusammen mit dem Schiff zurück, man flog noch nicht, fuhren mit dem Schiff zurück aus New York. Mein Vater war ein Jahr lang an der New York University gewesen mit einem Fulbright-Stipendium und meine Mutter hat ihn einige Monate da besucht. Eine Kuriosität von der Geschichte ist, meine Frau guckt schon, das kennen viele, was macht man mit Kindern? Heute würden sie, wenn sie das machen, ihre Kinder mitnehmen. Wir hatten eine Putzfrau und ich kam dann erstmal für 3 Monate zu dieser Putzfrau. Da habe ich sprechen gelernt. Diese Putzfrau war eine Kölnerin und da konnte ich hinterher ganz gut Gold sprechen. Wir sprechen das ja manchmal so. Und mein Vater, der verband das Kölsch-Sprechen mit Zugehörigkeit zur Unterklasse, der fand das nicht so witzig, als er wiederkam, dass ich Kölsch sprach. Das wurde mir viele Jahre noch gesagt, will er der Brill haben, will ein Stückchen Schokolade haben, hätte ich zu meinem Vater dann gesagt. Und es hat ihn nicht amüsiert. Gut, also das ist der Anfang. Das sind meine Geschwister und mein Vater. Und mein Vater hat uns viele schöne Sachen mit auf den Weg gegeben. Von meinem Lehrersein habe ich schon gesprochen. Und das ist, weil mein Vater uns allen gesagt hat, werdet Lehrer. Und es auch alle gemacht haben. Meine Schwester Brigitta, 52er Jahrgang, Deutsch und Englisch, wie mein Vater. Mein Bruder Marco, 57er Jahrgang, Musik und Englisch. Und dann meine Schwester Barbara, 62 Bio in Chemie und ich eben Mathe und Physik. Sie sehen, wir konnten fast unsere eigene Schule eröffnen. Und jetzt Mathe und Physik. Das passte nicht so ins Konzept der Familie. Mein Vater war Geisteswissenschaftler, also Englisch und Deutsch, und war der Meinung, das ist nur was für Banausen, Mathematik. Der hatte Kollegen im Lehrerkollegium seiner Schule, wo er war, und die Physiker und Mathematiker sagte immer, das sind nur die Banausen. Sodass er das eigentlich nicht so gut fand, war mein Weg, glaube ich, auch meinen eigenen Weg zu finden, diese beiden Fächer, aber sehr beeinflusst hat mich und positiv bestärkt hat mich mein Lehrer Korbach. Der ist leider auch schon sehr früh gestorben. Ich wollte in seinen Leistungskurs und dann wurde uns mitgeteilt, er ist leider verstorben. Ich habe vermutet, er ist 29er Jahrgang gewesen. Der war im Volkssturm noch und war dann noch verletzt worden. Ich glaube, das war eine Kriegsfolge, dass er dann verstarb. Aber der hat einen nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht und ich fand die Fächer ganz toll und da war ich 13. Ich frage oft Leute, wann wusstet ihr, was ihr machen wolltet? Ich wusste, dass ich das machen wollte, da war ich 13 oder 14. Ich glaube, das ist schon mal bei den Naturwissenschaftlern häufiger. Ich weiß nicht, wie war es bei Ihnen? Dasselbe, genau. Gut. Und das andere, was für mich war, was ich früh gemacht habe, ist katholische Jugendarbeit. Sie können mich hier sehen, da schneide ich gerade Brot ab. Und ich habe ja viele Sachen dann gemacht später. Ja, Sonderforschungsbereich, dazu komme ich noch. Ich habe mich oft so gefühlt wie mit den Jugendgruppen. Und es hat mir viel Freude gemacht. Und ja, also darum habe ich das gezeigt. Dann habe ich das, also wurde schon gesagt, ich habe Abitur gemacht 72, habe Mathe, Physik studiert und als Lehrer musste ich auch Philosophie und Pädagogik studieren und habe dann 79 das Examen gemacht. Zwischendurch war ich noch bei der Bundeswehr, 79 auch das Zeugnis über die erste philologische Staatsprüfung, so hieß das damals, ja, philologische Staatsprüfung. Gut, also das ist jetzt erstmal die erste Phase, so viel zum Anfang. Und dann kam ich in die Zahlentheorie und war ab Januar 1980 Doktorand der Zahlentheorie. Das bin ich jetzt auf der linken Seite. Da war ich natürlich stolz, dass ich auch schon so einen Bart haben könnte. Und das ist mein Doktorvater Hans-Joachim Stender.
bei dem ich promoviert habe, und der hat mir ein Promotions-, der ist leider auch sehr früh gestorben, das können Sie hier sehen, hat nur bis 1983 gelebt, kurz nachdem ich promoviert habe, und der hat mir dieses Promotionsthema gegeben. Charakterisieren Sie die periodischen Jacobi-Perron-Entwicklungen. Gut. So, jetzt mache ich, ich habe mir natürlich gedacht, was mache ich jetzt mit Ihnen? Was erkläre ich Ihnen, was Sie noch nicht wissen? Und ich erkläre Ihnen jetzt, wie die Jacobi-Perron-Entwicklung, was das ist. Ja? Und ich kann Ihnen gleich schon am Anfang sagen, das Problem ist ungelöst, was er mir gestellt hat. Ich habe es nicht rausgekriegt. Das heißt, es ist für alle Forscherinnen und Forscher unter Ihnen, Sie können das noch lösen. Gut, also ich mache ein bisschen Zahlentheorie, ja? So, es geht los. Also Kettenbrüche. Es gibt Leonhard Euler, 1707, 1783, und Joseph-Louis Lagrange, die haben sich mit dem Thema beschäftigt und ich will Ihnen das jetzt mal ein bisschen nahe bringen. Also Wurzel 2. Ne? Können Sie ausrechnen, ne? Kennen Sie. So, ist also hier 1,4142, so geht das weiter. Ne? Und das können Sie da erstmal schreiben, natürlich 1, als 1 plus 0,4142. Jetzt machen wir eine Nebenrechnung. Und die ist hier. Das ist so, wenn Sie 0,4142 nehmen und sozusagen das Inverse davon, dann kommen Sie auf 1 durch 2,4142. Also wenn Sie das auf Ihrem Taschenrechner nach, tippen Sie es mal ein. Ja? Ich habe das am Anfang gezeigt jemandem, diese Folie, die Leute waren irritiert, aber wenn Sie das mal nachtippen wollen, ich habe einen Vortrag im Deutschen Museum gehalten, da habe ich auch solche Sachen gemacht. Da hat man im Auditorium allerdings einen Fehler in meiner Rechnung gefunden. Ich hoffe, das ist heute nicht so. Ja? Aber ich habe es nochmal ausprobiert. Also das ist so. Also das heißt, das können Sie jetzt einsetzen. Das heißt, Sie können die 0,4142 ersetzen durch die 1 durch 2,4142. Ja? So, wird das einfach ersetzt. So, jetzt geht es weiter. Jetzt mache ich noch eine Nebenrechnung. Wenn Sie jetzt die 2,4142 nehmen, dann können Sie die schreiben als 2 plus 1 durch 2,4142. Prüfen das nach. Ja? Das ist einfach eine Rechnung, die Sie leicht ausprobieren können. Aber das ist jetzt das Entscheidende an der Sache. Diesen Nenner, der da steht, die 2,4142, können Sie ersetzen durch 2 plus 1 durch 2,4142. Da steht sie wieder. Die Nebenrechnung habe ich schon gemacht. Oder? Jetzt kann ich das wieder einsetzen. Oh, jetzt habe ich abgeschaltet. So, das wollte ich machen. Schau, ich habe es einfach genommen und ich habe einfach die 2,4142 wieder ersetzt durch die 2 plus 1 durch 2,4142. Habe ich einfach da hingeschrieben. Ja? Einfach ersetzt. So. Was machen Sie jetzt als nächstes? Nächstes Mal ist es nochmal. Ne? Ich meine, es ist klar, da steht sie schon wieder. Also wenden Sie die Nebenrechnung wieder an. Und Sie ersetzen es einfach. Ja? Und jetzt sehen Sie schon langsam diesen Kettenbruch schimmern. Ja? Also hier stehen jetzt die ganzen Zweien und Sie sehen schon, das können Sie immer so weitermachen. Sie können das immer wieder ersetzen und ersetzen und ersetzen und ersetzen und kommen auf diese Weise zu einer Darstellung von dieser Zahl Wurzel 2 als eine Folge von solchen ineinander geschachtelten Brüchen, wo da unten immer die 2 steht. Ja? Also, und das können Sie dann so schreiben, Sie kennen die Dezimalentwicklungen ja, nicht? Aber jetzt wird stattdessen wird jetzt eine Kettenbruchentwicklung gemacht und da schreiben wir 1 Semikolon und eine Folge von 2en. Ja? Und das bedeutet, mach es einfach so, wie es da steht. Mach eine 1 plus 1 durch 2 plus 1 durch 2 und so weiter und so weiter. Und auf diese Weise, das ist der Kettenbruch. Ja? So, also das heißt, was ich Ihnen jetzt vorgerechnet habe, und ich hoffe, Sie haben so ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt, das hat die Leute da in dem 18. Jahrhundert sehr interessiert, das ist eine andere Darstellung jetzt von solchen Zahlen. Anstatt eine Zahl als Dezimalzahl zu schreiben, können Sie sie auch als Kettenbruch sehen. Der wird uns wieder begegnen, der Kettenbruch.
diese Kettenbrüche haben eine, also die haben enorm viele Folgen und die Leute wollten das immer verallgemeinern. Und jetzt habe ich Ihnen erstmal den Kettenbruch von Wurzel 2 gezeigt. So, jetzt geht es weiter. Kommt der Euler und hat diese Arbeit geschrieben, De uso novi algoritmi in problemate Peliano solvendo 1767. Und der hat Wurzel 13 in Kettenbruch entwickelt in dieser Zeit. Und das ist die, werde das jetzt nicht mehr vorrechnen, da habe ich ja auch keine Zeit für, aber das ist die Kettenbruchentwicklung von Wurzel 13. Und wenn Sie die jetzt angucken, was erkennen Sie darin? Wenn eine Kette, genau, aber es ist ein leichter Unterschied. Ne? Genau, und was bildet die Kette? Also er sagt mehrere, die die Kette bilden. Und was bildet jetzt die Kette? Hier sind die, habe ich das mal eingefärbt. Nicht? Sie sehen jetzt, das sind längere Folgen. Sie haben die 1, 1, 1, 1, 4 Einsen und eine 6. 4 Einsen und eine 6. Wenn Sie das immer weitermachen, sehen Sie immer 4 Einsen und eine 6, 4 Einsen und eine 6, 4 Einsen und eine 6. Das wird immer so weitergehen. Ja? Also bei der Wurzel 13 kommt, das nennt man eine periodische Kettenbruchentwicklung, ist so ähnlich wie bei, wenn Sie zum Beispiel ein Drittel ausrechnen, kriegen Sie 0,3 Periode. Und hier ist es jetzt völlig analog. Sie kriegen einen periodischen Kettenbruch, das ist die Wurzel 13. Ja? Und die Periode ist aber länger hier. Die Periode ist hier, das hat hier Periodenlänge 5, 1, 1, 1, 1, 1. Also ich kann das jetzt so schreiben. Und eben war es bei der Wurzel 2 ist die Periodenlänge 1. Jetzt habe ich Ihnen das auch gezeigt. Und jetzt, also diese beiden habe ich Ihnen gezeigt. Also die Wurzel 2 ist. Da ist die Periode 2, bei Wurzel 13 ist die Periode 1, 1, 1, 6. Wenn Sie jetzt die dritte Wurzel 2 nehmen, was erkennen Sie da drin? Sehen Sie irgendeine Periode? Nein. Ich habe auch Pi zu bieten. Die Pünktchen können es noch geben, Sie haben völlig recht, er hat gesagt, es könnte ja noch kommen, aber Sie sehen hier keine. Völlig richtig. Und ich habe Ihnen auch Pi hingeschrieben jetzt, ja? Das ist die Kettenbruchentwicklung von Pi. Was sehen Sie da? Nichts, ne? Also Fehlanzeige. Und die interessante Frage ist jetzt die Forschungsfrage, welche Zahlen haben eine periodische Kettenbruchentwicklung? Das haben sich die Leute im 17. und 18. Jahrhundert gefragt. Welche Zahlen können Sie sagen, ich habe eben schon mein Doktorthema angedeutet, aber jetzt die Frage, welche Zahlen, also von welcher Art sind die in den periodischen Kettenbruch? Weiß es zufällig einer? Ich wollte mal meine Mathematikerkollegen fragen. Ich habe auch hier auch Zahlentheoretiker gesehen. Irgendwo, ne? Primzahl, ich meine, Wurzel 2 hatten wir, Wurzel 13 hatten wir. Bis jetzt war dritte Wurzel 2 Fehlanzeige. Wir wissen es natürlich nicht. Es könnte ja noch kommen. Ja, kann ja sehr lang sein, die Periode. Also Euler und Lagrange konnten, das war ein Durchbruch, die konnten Folgendes beweisen. Das sind die reellen Lösungen von quadratischen Gleichungen. Genau die Lösungen von quadratischen Gleichungen kann man beweisen, haben periodische Kettenbruchentwicklungen. Gucken Sie sich das jetzt an. Also was ist die quadratische Gleichung für Wurzel 2? Offensichtlich x² minus 2 gleich 0. Ja? Und davon ist Wurzel 2 die Lösung. Was die quadratische Gleichung, die zu Wurzel 13 gehört? X² minus 13 gleich 0. Davon ist Wurzel 13 die Lösung. Was die Lösung, das habe ich schon geschrieben. Was ist die Gleichung, die zu dritte Wurzel 2 gehört? X hoch 3 minus 2 gleich 0. Und das Dumme ist, habe ich rot gemacht, ist keine quadratische Gleichung. Und kann man beweisen, die ist nicht periodisch, die Kettenbruchentwicklung. Konnten die Leute beweisen, das wissen wir. Und Pi, das ist jetzt für die, es sind ja auch einige Theologen unter uns heute, Pi ist transzendent. Und das ist also die Bezeichnungen von Zahlen in der Mathematik. Ja, es gibt ja irrationale Zahlen, es gibt imaginäre Zahlen, es gibt transzendente Zahlen. Da können Sie sehen, was die Leute für ein Verhältnis zu diesen Zahlen hatten. Und die Pi ist eine Transzendenztheorie ist ja in der Mathematik eine eigene große Disziplin. Ja?
Davon will ich aber jetzt nichts sagen. Das ist analytische Zahlentheorie. Also wie auch immer, der Satz von Euler und Lagrange 1790, dieser Charakterisierungssatz ist so. Und jetzt muss ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen für die Fortgeschritteneren, die sich mit Formeln auskennen, die anderen durchaus mal durchatmen. Ich zeige Ihnen jetzt Jacobi und Perron und die haben das verallgemeinert. Also ganz kurz nochmal, die Formel Kettelbruchentwicklung geht so. Wir nehmen eine Zahl und dann erzeugen wir folgende Folge. Wir nehmen das Alpha 0 ist so Alpha und dann sagen wir, dann runden wir die Zahl nach unten ab. Das haben wir ja mehrfach gemacht. Und dann kommt, dann erzeugen wir die folgenden Reste Alpha n plus 1 durch diese Formel. Also die Formel ist Alpha n ist an plus 1 durch Alpha n plus 1. Das ist die Formel. Das ist jetzt mal hier für die Mathematiker. Und dann ist die Kettenbruchentwicklung einfach die Folge der a's. Das ist die Kettenbuchentwicklung. Und was die gemacht haben, ist, die haben gesagt, können wir auch mit zwei Zahlen machen. Die waren natürlich sehr interessiert daran, ob man nicht zum Beispiel auch vielleicht kubische Irrationalitäten charakterisieren könnten. Und dann haben die gesehen, wir machen das jetzt mal so, nehmen wir zwei Zahlen, jetzt mache ich das ganz analog. Jetzt nehme ich die beiden ersten, da oben ist Alpha 0 ist Alpha, hier ist Alpha 0 Alpha, Beta 0 ist Beta. Und dann mache ich das so, jetzt runde ich die beide ab und dann mache ich, das ist ein bisschen komplizierter, wie die darauf gekommen sind, jedenfalls das Beta n plus 1 wird genauso gebildet wie das Alpha n plus 1 und das Alpha n plus 1 wird hier auf diese Weise gebildet. So, ja? Das muss sie jetzt nicht bekümmern, aber man bekommt dann eine Entwicklung, nämlich das Alpha Beta ist jetzt, wird als Folge von Paaren geschrieben. Und das ist genau die Frage, die der Ständer mir gestellt hat. Ja? Was sind die Charaktere? Ja, also ich meine, ich gehe zurück, ja. Jetzt charakterisieren Sie das mal. Geben Sie, es waren ein paar periodische Jacobi-Perron-Entwicklungen waren bekannt, ein paar. Die Leute wussten aber nicht, ob es irgend so einen Charakterisierungssatz gäbe. Und der Ständer hat zu mir gesagt, also mach das bitte mal, ja? Und ich habe ja gesagt, das ist bis heute nicht bekannt. Also ich saß dann da, ja, ich war jetzt Doktorand und das ist ja in der Mathematik so, Sie müssen was rauskriegen. Sonst können Sie nicht promovieren und so. Und ich habe es aber nicht rausgekriegt. Und dann habe ich ein sehr schönes Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von dem Feynman. Also wenn Sie es nicht gelesen haben, lesen Sie es. Surely you are joking, Mr. Feynman. Der ist ja Nobelpreisträger für Physik gewesen. Ist ein berühmter Mann. Und der hat in diesem Buch, ich habe es jetzt wiedergefunden, folgendes Zitat. I don't believe I can really do without teaching. The reason is, I have to have something so that when I don't have any ideas, I'm not getting anywhere, I can say to myself, at least I'm living, at least I'm doing something, I'm making some contribution. Und das hat wirklich auch, das hat echt mein Gefühl getroffen. Ja? Also der war am Institute for Advanced Study und hat gesagt, er musste da immer am Schreibtisch sitzen und er hat gesagt, die armen Schweine von Wissenschaftlern sitzen da und haben den riesigen Druck, was rauskriegen zu können müssen, aber sie kriegen nichts raus. Was machen wir jetzt? Ja? Und dann werden die depressiv und dann hat er sich, die sollten eigentlich nicht unterrichten und dann hat er sich halt durch die Hintertür rausgeschlichen, hat er an der Princeton University unterrichtet. Und also ich hatte das jetzt nicht das Niveau, was ich natürlich habe, sondern stattdessen bin ich an eine Fachoberschule für Sozialpädagogik gegangen und habe da Mathematikunterricht gemacht. Also die mussten, das waren ehemalige Erzieher und Erzieherinnen, die mussten ein Jahr das Fachabitur machen und da mussten die 5 Stunden Mathe lernen und die suchten einen an der Schule, der 5 Stunden der Woche Mathe unterrichtete. Und das habe ich gemacht, ja. Und das war großartig. Ich bin da immer mit meinem R4 morgens hingefahren, habe mir das mal so überlegt, was ich da mache. Und die waren motiviert, die fanden das auch cool, die Mathematik. Ich habe jetzt mal so drei Durchgänge Fachabitur habe ich mit denen gemacht. Und die haben ja immer so schöne Sachen gemacht. Zum Beispiel kriege ich dann zum Dank solche Bildchen gemalt. Ich habe das Gedicht mal dazu, wir hatten es ja eben schon mit den Gedichten, hier, nicht? Ich weiß ehrlich gesagt, das habe ich jetzt nochmal gesehen, warum die dieses Gedicht nochmal, weiß ich nicht. Kästner, eine kleine Rechenaufgabe, allein ging jedem alles schief, da packte sie die Wut, sie bildeten ein Kollektiv und glaubten, nun sei es gut, sie blinzelten mit viel Geduld, der zuckte ins Gesicht, es blieb wie es war, was war dran schuld, die Rechnung stimmte nicht, addiert die 0 10.000 Mal, rechnet es nur gründlich aus, multipliziert es mit jeder Zahl, steht Kopf, es bleibt euch keine Wahl, zum Schluss kommt 0 heraus.
Gut, das hat die da draufgeschrieben. Warum die das da damals draufgeschrieben hat, weiß ich nicht. Sie hat es jedenfalls geschafft. Und ganz unten steht dann noch Dankeschön. Also hier. So, und also das war eine sehr schöne Zeit. Und ich habe noch was anderes gemacht, was cool war. Ich habe mich mit Computern beschäftigt in der Zeit. Das hat mir dann den Eintritt in die Informatik dann hinterher erlaubt. Und hier ist der Computer, auf dem ich mit dem ich zu tun hatte. Das ist Control Data Corporation, CDC 7600, und ich habe hier mal die Daten aufgeschrieben, ja, 60-Bit-Prozessor, das war natürlich was Sensationelles, 36 MHz, 15 Mega-Instruktionen pro Sekunde und 3,84 MB RAM. Das war in diesem Zimmer, also wir sprechen vom Jahr 1980, und das war die Eingabeeinheit der Lochkartenstanzer, ja, so. Und ich habe mal zum Spaß das iPhone 11 dazu geschrieben. Ja? Also wir sind bei 64-Bit-Prozessor, 2,49 GHz, 8500 MIPS und 4 GB RAM. Das ist das, wie sich das entwickelt hat. Aber das Programmieren unterschied sich nicht so richtig wesentlich. Dann habe ich wirklich promovieren können. Und mein Vater, das habe ich gefunden, oder das heißt, ich glaube, mein Sohn hat das gefunden, aber in seinem Fotoalbum ist da mit mir und hat drunter geschrieben, The Happy Father, und die Jacobi-Perrin-Algorithmen sind immer noch nicht charakterisiert. Das ist jetzt eine Aufforderung an Sie, sich das zu überlegen, wie das geht. Vielleicht kann es ja einer nebenbei machen. Und jetzt ist die Frage, wenn du das gemacht hast, ja, was jetzt? Und dann gibt es aber einen Mathematiker, der heißt Edmund Landau, und der hat dazu Folgendes gesagt: Die Zahlentheorie ist nützlich, weil man mit ihr promovieren kann. Da saß ich dann da, ne? Und habe erstmal das zweite Staatsexamen gemacht, ja. Gut, also jetzt kommen aus dieser Zeit, das ist die Phase Zahlentheorie und Lehrerausbildung, ein paar Sachen, die ich gelernt habe, glaube ich. Erstens, ich kann meiner Vernunft vertrauen. Es war ein nachdrückliches Erlebnis für mich, dass ich in meiner Doktorarbeit etwas machen konnte, was noch niemand wusste vorher. Und das ist hier drin passiert. Ist eine Empfehlung an Sie, das auch zu glauben. Die Fachoberschulentwicklung, Mathematik ist für die meisten interessant und zugänglich. Das glauben viele nicht. Ich habe es erfahren und ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Und das Dritte, beim Referendariat, das ist in einem Universitätskontext vielleicht auch ein Hinweis, besser unterrichten kann man auch lernen. Ja? Gut, jetzt komme ich zur Kryptographie. Also ich war da an der Ohio State University, da war ich jetzt, die Bartlänge, die wechselte ein bisschen. Und zwar hatte mich eingeladen Hans Zassenhaus, das ist ein berühmter Algebraiker gewesen. Und gut, jetzt war ich aber in den USA und der Dollar umgerechnet, der Euro war 70 Cent nur. Also das heißt, es war richtig teuer für mich. Jetzt wollte ich ein Auto haben und habe ich mir dieses Auto gekauft. Sie können erkennen, dass da nicht so viel, ich glaube, ich habe da auch nur $400 für bezahlt oder so ähnlich, ja. Das ist meine Ex-Frau und wir haben dieses Ding genommen und sind durch USA dann gefahren, ja. Das ist der Trip, den wir gemacht haben. Ich muss auch gestehen, dass das Auto bis da gehalten hat. Dann wurde es ersetzt durch ein anderes. Und wir sind diese große Fahrt haben wir da gemacht. Und dann bin ich nach Winnipeg unter anderem gefahren. Mein Kollege, den ich gleich erwähne, hat immer gesagt, the coldest city for its size. Das ist Hugh Williams. Wer bei meinem 60. Geburtstag dabei war, hat den erleben können. Und da kam ich, den kannte ich nicht. Ich hatte dem vorher einen Brief geschrieben. Ich komme übrigens jetzt nach Amerika und will sie mich nicht mal einladen. Und dann hat er das gemacht. Und er hat gesagt, if you want to become a professor, do cryptography. Das heißt, das war mein Einstieg in die Kryptographie. Der hat gesagt, mit Zahlentheorie wirst du nichts. Da hast du zu viel Konkurrenz, mach mal ein bisschen Kryptographie. Ja. Und das habe ich gemacht und habe mich in der Universität Saarlands beworben. Allerdings habe ich mich beworben auf eine Mathematikstelle. Da waren noch 150 andere Bewerberinnen und Bewerber.
Mich wollten sie nicht, aber meine Informatikkollegen hatten Vertrauen zu mir, haben mich berufen. Und so wurde ich dann im Namen des Saarlandes als Privatdozent Dr. Johannes Buchmann mit den Werken, wir hatten das eben schon, 1.10.1988 unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Ja, davon profitiere ich heute noch, zum Universitätsprofessor ernannt. Ja, das ist natürlich ein denkwürdiges Erlebnis, wenn du das dann bist. Ja, hast du keine Probleme mehr. Denkst du, das stimmt nicht. Gut, so. Und ich fand, ja, da hatte sich das ein bisschen geändert, mit, aber ich fand, dann war ich der bestbezahlte Informatikstudent. Ich meine, ich konnte ja viele dieser Sachen nicht und ich habe dann Vorlesungen gehalten und das alles schön mit Bleistift geschrieben, Informatik 3, das ist so theoretische Informatik, formale Sprachen, Automaten, Komplexitäten, sowas, da habe ich das gemacht und bei der Gelegenheit habe ich das gelernt. Und das ist aber unter Professorinnen und Professoren, glaube ich, ein alter Spruch, wenn du mal was richtig lernen willst, hältst du in der Vorlesung drüber. Ne? Gut, und das war ganz toll, dass ich das konnte. Und jetzt will ich, aber ich meine, ich war, musste ja irgendwas forschen und jetzt möchte ich Ihnen den Zusammenhang im nächsten Teil zwischen Informatik und Zahlentheorie erklären. Wie gehört das jetzt eigentlich zusammen? Und jetzt komme ich ein bisschen, jetzt mache ich ein bisschen was Angewandteres. Für einen Augenblick. Also, Paper-Kunden unter Ihnen, haben Sie mal darüber nachgedacht, wenn Sie das aufrufen, ob das die PayPal-Seite wirklich ist? Es gibt ja so Phishing-Seiten, ich habe mal geguckt, die sehen relativ genauso aus, da geben Sie alles ein, aber dann haben Sie dem Falschen das gegeben. Ja? Und darum hat man eine Technik eingeführt. Ja, also woher weiß man, dass die Webseite echt ist und wenn Sie da mit der Webseite kommunizieren, woher wissen Sie, dass die Kommunikation vertraulich ist? Man hat dieses grüne Schlösschen, das ist jetzt hier so eine sichere, also eine HTTPS-Verbindung, eine sichere Verbindung und wenn Sie das sehen, bedeutet das, die Webseite ist digital signiert und die Kommunikation ist verschlüsselt. Und damit ist die Webseite, jetzt muss ich mal meine Ecke, genau, jetzt gucke ich ihn an und er guckt komisch schon und sagt, nein, das stimmt nicht, stimmt auch nicht. Aber ich sage das jetzt mal so. Als meine Schwester, das ist eine Geschichte, die erzählte, in der Grundschule war, Volksschule hieß es damals, hat die Lehrerin gesagt, die Sonne dreht sich um die Erde und dann hat die gesagt, nein, meine Eltern sagen, das stimmt nicht. Und dann hat die gesagt, ja, das mag so sein, aber wir lernen das jetzt erstmal so. Und so ähnlich ist das hier auch. Ja? Also wir lernen das jetzt erstmal so, dass das genügt. Es ist nicht hinreichend. Inzwischen können Betrüger auch, da müssen Sie mal im Internet nachgucken, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, die ist signiert. Da muss nur der Richtige signiert haben und sowas. Die Komplikationen kann ich jetzt nicht erklären. Ich hätte mir überlegt, das zu machen, aber dann hätte ich zu lange gebraucht. Also jedenfalls ist sie digital signiert und eins steht fest, die Kommunikation ist verschlüsselt, egal mit wem. Und Sie müssen auch gucken, denn Sie können auch nachgucken, ob die Webseite richtig ist, aber jedenfalls ist sie digital signiert und es gibt eine Reihe von anderen Anwendungen von digitalen Signaturen und digital signiert heißt Folgendes. Sie nehmen die Webseite und jetzt signiert PayPal die. Dazu braucht PayPal einen geheimen Schlüssel, den niemand anders kennt und rechnet daraus diese Signatur aus. Und dann Ihr Browser kriegt einen korrespondierenden öffentlichen Schlüssel und guckt, ob die Signatur gültig oder ungültig ist. Und die Lage ist so, wenn die Signatur gültig ist, weiß der Browser, das kommt von PayPal und andernfalls nein. So funktionieren digitale Signaturen. Also nochmal, Sie fangen an, Sie signieren, da brauchen Sie ein Geheimnis und dann kriegen Sie eine Signatur und den kriegt der Browser und der Browser guckt sie sich an und kriegt das korrespondierenden öffentlichen Schlüssel und sagt, der ist das gültig oder ungültig, das ist die Lage. Ja? Und der Zusammenhang zwischen Zahlentheorie und Kryptographie ist jetzt, was der öffentliche und der geheime Schlüssel ist. Und das zeige ich Ihnen. Ah, nee, jetzt ist die Frage, das kommt gleich.
wie lassen die sich jetzt realisieren? Und da gab es 78 diesen Durchbruch. 1978 haben Rivest, Shamir und Edelman ein Paper geschrieben, das heißt A Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystems. Das ist, warum der Hugh Williams mir das gesagt hat. Also ich war da 85 und da war so richtig, die Public Key Kryptographie war so richtig, also sozusagen im Aufwind. Und das beruhte auf diesem Paper und die beiden, jetzt mal die Informatikerinnen und Informatiker, und die wissen Sie, wer ist? Das ist nicht in der richtigen, du weißt es natürlich, du hast sie oft getroffen, die Jungs, aber genau, also der sieht immer noch so aus, das ist der Adi Shamir, das ist der Ron Rivest und das ist der Len Edelman. Adi Shamir ist immer noch einer der großen Kryptografen. Rivest hat viele Sachen gemacht, der hat zum Beispiel ein großartiges Buch mit anderen zusammen über Algorithmen geschrieben. Und Len Edelman hat dann damit aufgehört, hat ein bisschen Zahlentheorie gemacht und der hat sich der AIDS-Forschung gewidmet und Biocomputing gemacht, ganz viele andere Sachen. Die haben auch 2002 den Turing Award für dieses Paper gekriegt. Turing Award ist ja der Nobelpreis in der Informatik. Gut, so. Und wenn Sie jetzt RSA-Schlüssel nehmen, dann ist es so, dass, und das ist der Zusammenhang mit der Zahlentheorie, der öffentliche Schlüssel ist das Produkt von zwei Primzahlen und der geheime Schlüssel, das sind die beiden Primfaktoren. Das zeige ich Ihnen jetzt. Also, zum Beispiel, ja, simplifiziert. Der öffentliche Schlüssel ist 15. Und die beiden Primfaktoren sind 3 und 5, ne, das wissen Sie. 3 mal 5 ist 15. Der öffentliche Schlüssel ist 35. Die beiden Primfaktoren sind 5 und 7. Der öffentliche Schlüssel, nee, das ist immer der Effekt mit den Zahlen, ne? Der öffentliche Schlüssel, ich kann nicht mal die Zahl vorlesen, das sind die beiden Primfaktoren. So, aber so ist das, ja, und Sie sehen schon, es wird schwieriger. Und jetzt kommt PayPal. Der öffentliche Schlüssel von PayPal ist dieser. Ja, also PayPal kennt die Primfaktoren, Sie nicht, ich nicht. Das Ding hat 617 Dezimalstellen. Und nur PayPal kennt die Primfaktoren. Und jetzt kommt dieser Zusammenhang. Der Zusammenhang ist eben der, die Unmöglichkeit, Primzahlen zu faktorisieren, also Primzahlen zu finden, schützt das die Cyberwelt. Und das ist natürlich ein, Sie erinnern sich an das von Edmund Landau, was ich eben gesagt hatte. Wofür kann man die Zahlentheorie benutzen? Man kann damit promovieren. Ja? Jetzt ist plötzlich ein Zusammenhang hergestellt, der sozusagen was fundamental mit der Sicherheit zu tun hat, der Welt. Und es gibt viele, viele andere Anwendungen von digitalen Signaturen. Wenn Sie zum Beispiel dieses Smartphone haben, ich habe es ja in meiner Tasche, und Sie machen Downloads von Updates, ja, also so Downloads von solchen Apps oder deren Software-Updates. Woher wissen Sie, dass das keine Fake-Software ist? Die sind alle digital signiert. Also die digitale Signatur ist überall anwesend. Und dass man die digitale Signatur nicht fälschen kann, liegt an der Zahlentheorie und liegt daran, dass es schwer ist, Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Ja, und natürlich ist dann die Frage, ist das denn überhaupt schwer? Stimmt das überhaupt? Oder ist es vielleicht leicht, nur keiner weiß es, die Geheimdienste oder irgendjemand weiß es? Und man muss fairerweise sagen, das weiß man nicht so genau, ich rede jetzt ein bisschen darüber, kennen Sie den? Das sind die D-Mark-Leute noch unter uns. Amar, du müsstest den kennen. Ne? Das ist der Karl Friedrich Gauß. Der hat ein Buch geschrieben, 1801, Disquisitionis Arithmeticae. Und darin hat er Folgendes gesagt. Dass das Problem, die Primzahlen von den Zusammengesetzten zu unterscheiden und letztere in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Sie sehen, unterscheiden und zerlegen. Zu den wichtigsten und nützlichsten der ganzen Arithmetik gehört und den Fleiß und die Weisheit der Geometra der Antike und der Neuzeit beschäftigt hat, ist so bekannt, dass es überflüssig ist, viel darüber zu sagen. Typischer Gauss. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch gelesen haben, Kehlmann, wie heißt es nochmal? Die Entdeckung, die Vermessung der Zeit, da ist ja der Gauss und der Alexander von Humboldt drin, ja, das war nicht so ein netter Typ, der Gauss, ne? Der Gauss hatte seine Tagebücher und immer wenn ein junger Wissenschaftler kam und sagt, guck mal, das habe ich gefunden, hat der Gauss, steht alles schon bei mir im Tagebuch. Ja. Ja, und er sagt ja auch hier, ja, darüber muss ich jetzt nicht viel sagen, ja, also, aber man sieht daran, das Problem ist nicht neu, also das ist jetzt nicht für die Kryptographie erfunden worden, sondern der Gauss sagt,
Und das jetzt auch nochmal für die Informatikerinnen und Informatiker unter Ihnen. Er unterscheidet hier zwischen dem Unterscheidungsproblem erstens und zweitens dem Faktorisierungsproblem. Und er identifiziert das nicht. Und es ist ja auch verschieden. Das stimmt. Und jetzt kommt ein bisschen Geschichte nochmal. Also geht jetzt ein bisschen zurück. Ich gebe Ihnen jetzt ein Gefühl dafür, wie schwer das Problem ist. So, der Fermat war ein Jurist und auch ein Mathematiker und der hat sich mit dem Problem beschäftigt und der hat Fermat-Zahlen studiert. Und hier ist die Formel für die mte Fermat-Zahl. 2 hoch 2 hoch m plus 1, ja? So, ich habe jetzt eine kleine Übungsaufgabe für das Auditorium. Rechnen Sie mal bitte die nullte Fermat-Zahl aus. 3. Genau, 2 hoch 2 hoch 0. Ne? 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch 1 ist 2, 1 dazu gezählt ist 3. Perfekt. Rechnen Sie bitte mal die erste Fermat-Zahl aus. Genau. Herr Hartlein hat es richtig gesagt, hat mir, give me 5. Ja? Rechnen Sie bitte mal die zweite Fermat-Zahl aus. 17, ja. Und die dritte. Jetzt wird es ein bisschen größer, ne? Sie sehen schon, ja, die Anzahl der Bits ist, genau. Und die vierte. 65537, er kannte sie, aber er hat auch bei mir studiert. Genau. Okay, gut, das sind jetzt mal die Fermat-Zahlen. Das hat den Fermat interessiert. Und das Interessante an diesen Zahlen ist, was haben die alle gemeinsam? Alles Primzahlen, ganz genau. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nein, das sage ich jetzt nicht. Gut, also das sind alles Primzahlen. Die Frage ist, geht das so weiter? Ja, immer. Und ich habe Ihnen jetzt mal die anderen Fermat-Zahlen, die 5, die werden immer größer. Ja, also Sie sehen, die Länge verdoppelt sich immer. Ja, die Anzahl der Bits, die Zahl verdoppelt sich, weil So, und es ist tatsächlich so, dass der Euler gefunden hat, dass die fünfte Fermat-Zahl den Faktor 641 hat. Das Erstaunliche ist, dass es fast 100 Jahre gebraucht hat. Ja, der Fermat hat ja viel früher gelebt und irgendwie heißt es in der Mathematikgeschichte, der ist ja nicht so riesig, dieser Faktor 641. Hätte er ehrlich gesagt der Fermat auch finden können, hätte er mal ein bisschen was rechnen sollen. Hat er aber nicht gemacht, hat sich mit der großen Fermat-Vermutung vielleicht beschäftigt, hat er auch nicht rausgekriegt. Und gut, so. Auch die sechste Fermat-Zahl hat einen Primfaktor. Der ist natürlich schon ein bisschen größer und wurde 1885 gefunden. Und jetzt ist die Frage, was ist mit der siebten? Und ich habe ja eben gesagt, das zu unterscheiden ist nicht dasselbe, wie die Faktoren zu finden. Und ich habe geschrieben, seit dem 19. Jahrhundert war diese Zahl als zusammengesetzt bekannt, aber die Faktorisierung war unbekannt. Also für lange Zeit, 200 Jahre, wusste man, das ist eine zusammengesetzte Zahl, aber keiner kannte die Primfaktoren, bis dann Brillat und Morrison diese denkwürdige Arbeit schrieben, am 16. September 1970. Und das ist jetzt auch wieder für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Ihnen interessant, dass der ganze Text der Arbeit. Das ist das Paper. Ja? Damit endet das. Also, employing the continued fraction expansion of the square root of a multiple of the seventh Fermat number, 2 to the 2 to the 7 plus 1, the following complete decomposition was discovered on the IBM 360-91 at UCLA. Und da steht die Faktorisierung. Und das war das Paper. Kein Abstract, keine Conclusion, keine Motivation, nix. Ja? Gucken Sie mal heutige Papers an. Ja, ich meine, das kann man auch nur, ne, also heutige Papers sind ja oft write-only Papers. Die werden nur geschrieben und nie gelesen. Und das konnten Sie noch lesen. Fällt Ihnen noch was an diesem Ding auf? Continued Fraction Expansion. Ich habe Ihnen das ist Kettenbruchentwicklung. Die haben die Kettenbruchentwicklung, ich habe Ihnen vorhin die Kettenbruchentwicklung hat ganz viele Anwendungen, hier wurde sie auch. Ich kann das jetzt nicht erzählen, wie das zusammenhängt, aber die Kettenbruchentwicklung hat es erlaubt, die Zahl zu faktorisieren. Also das ist nicht eine Spielerei mit der Kettenbruchentwicklung, die ist für viele Sachen nützlich. Ich habe heute auf dem Gang ein paar Studierende getroffen und dann haben wir so ein bisschen geredet,
vielleicht, wenn ich mich ein bisschen beruhigt habe, halte ich noch meine Vorlesung über Zahlentheorie. Dann kann man darüber auch ein bisschen reden. So. Okay, gut. So, und jetzt ist die Frage, wie schwer ist es jetzt wirklich zu faktorisieren? Ich schreibe Ihnen jetzt, ich habe Ihnen die anderen Fermat-Zahlen hingeschrieben. Die 8 ist 78 Stellen, die 9 ist 155 Stellen, die 10 ist 309 Stellen. Und Sie sehen, die 8. wurde 1980 faktorisiert, die 9. 1990, die 10. 1995. Und das sind ja schon ganz ordentliche Zahlen. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen gesagt, der PayPal-Schlüssel hatte 637 Stellen. Und wir sind hier schon bei 309. Das ist nicht so wenig. Also ist es jetzt wirklich schwer zu faktorisieren? Bleibt die Frage danach. Und wir sprechen noch nicht von Quantencomputern. Gut, und da gibt es ja die Firma RSA, mit der Sie wahrscheinlich auch irgendwie zu tun hatten. Und die Firma RSA, die wollte jetzt beweisen, ja, es ist wirklich schwer. Hier geben wir euch ein paar Zahlen, das ist die Länge, 100 Stellen, 110 Stellen, 120 Stellen, 130, 140, 174, 193, 212. Und so viel Geld geben wir euch, wenn ihr die faktorisiert. Also, die 100 Stelle kriegt er $1.000, für die 110 Stelle kriegt er 4.000. Wie die krummen Zahlen da zustande kommen, habe ich vergessen. Aber es sollte bis zu $20.000 gehen. Und wir haben uns damals in Saarbrücken, ich will das nur ganz kurz sagen, an dieser Forschung beteiligt. Ich hatte, als ich dann ein paar mehr Projekte hatte, im Keller ein paar Räume gekriegt und da saßen dann Buchmanns Kellerkinder. Das waren meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Saarbrücken, die an diesem Forschungsproblem gearbeitet haben. Und Sie sehen, wann die Sachen faktorisiert werden und wir haben die Zahl 120, mit 120 Stellen faktorisiert. Und dann konnten wir manche Studierendenparty veranstalten, weil wir nämlich $5.000 dafür gekriegt haben. Ja? Also ich kann dir zu der Methodik nichts sagen, aber das ist das, was wir da gemacht haben. Damit haben wir uns da beschäftigt. Das ist in meiner Zeit gewesen. So, gut, also das war ganz schön und wir waren glücklich. Und das Leben hat natürlich auch noch andere Aspekte. Ich habe dann im Jahre 1990 meine zweite Frau kennengelernt, Almut, die hier auch sitzt. Und das hat mich sehr gefreut. Und außerdem wurde ich dann auch noch, wir wurden Papa und Mama. Und dann wurde der Jan geboren, 93, und der Daniel 1994. Und das war auch sehr schön und ist es auch bis heute noch. Außerdem, und das war auch schön, bin ich nach Darmstadt gekommen. Und da wurde ich dann, das Interessante an der Sache ist, die haben meinen Professor unterdrückt, habe ich hier gerade gesehen. Ja, ich war ja eigentlich schon Professor. Ich weiß nicht, ob das auf euren Urkunden auch so ist. Also da steht nur, Herr Doktor wird zum Universitätsprofessor. Nein, war ich ja eigentlich schon. Aber der Ministerpräsident, ich weiß nicht, wer das ist, hat selbst unterschrieben. Und damals, und das will ich will jetzt nicht so viele Leute erwähnen, aber zwei Leute will ich erwähnen hier, die mir von Anfang an mich unterstützt haben. Das ist die Frau Skrobitsch, meine Sekretärin seitdem. Und das ist die Frau Jäger-Beck, die bei uns als mathematisch-technische Assistentin in der Arbeitsgruppe gearbeitet hat. Und ich habe das schon öfter gesagt. Aber eine Sache, ich werde von jüngeren Kollegen manchmal gefragt, wie geht das mit dem Antragen, wie geht das so? Und da sage ich, das weiß ich alles nicht. Das fragt die Frau Skrobitsch. Ja, die hat immer dafür gesorgt, dass das alles bei uns perfekt lief und darum bin ich den beiden sehr, sehr dankbar. Dann habe ich ein anderes Thema angefangen, das wurde schon erwähnt, hat mit dem einen zu tun und jetzt, also ist es wirklich schwer zu faktorisieren? Ist es schwer zu faktorisieren? Und dann kam in 1994 dieses Paper, Polynomial Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on the Quantum Computer von Peter Shaw. Und der hat eben gezeigt, Quantencomputer, wenn es die mal richtig gibt, werden eben schnell faktorisieren können. Das war nur in den Köpfen. Übrigens, der Feynman war auch einer der Ersten, den haben Sie schon gesehen, der sich diese Gedanken gemacht hat. Das war nur in den Köpfen. Und dann haben wir Post-Quantum Cryptography gemacht und andere auch. Wir haben das Thema begonnen. Am Anfang haben die Leute gesagt, ach, das braucht man nicht und so. Und haben dann aber viel Forschung gemacht. Und hier ist mal jetzt eine Übersicht über die Themen, also diese Probleme, die algorithmischen Probleme, die heute die Faktorisierungsprobleme ersetzen sollen. Ich lese Ihnen die nicht alle vor, aber Sie sehen Probleme wie Sand am Meere, weil man eben nicht weiß, was, war man ja ein bisschen erschüttert. Faktorisieren soll schwer sein. Wir wissen aber nicht, ob das stimmt. Also müssen wir Ersatz haben für ein anderes schwieriges Problem. Und so heißen die ganzen Probleme. Und wenn Sie das angucken, kann man die kategorisieren und sie kommen aus
interessanten Sparten der Mathematik, Geometrie der Zahlen, Hashfunktionen, Kodierungstheorie, algebraische Geometrie und Zahlentheorie. Das heißt, alle waren aufgefordert und es gibt eine Menge Forschung in den Bereichen. Und inzwischen, ich werde darüber jetzt nicht so viel reden, aber inzwischen ist es so, dass wir uns für Standardisierung interessieren und wir konnten in der Arbeitsgruppe im vergangenen Jahr den ersten, nach langen Jahren Forschung, wir haben da 12 Jahre lang gearbeitet, haben wir den ersten international ersten Postquantenstandard hier in Darmstadt veröffentlicht, das Verfahren, das XMSS. Und natürlich, wir heißt immer, es sind auch die Doktorandinnen und Doktoranden beteiligt. Und wir wurden, und da will ich jetzt an der Stelle mal Horst Görz erwähnen, weitsichtig war die Förderung. 10 Jahre zuvor haben wir mit diesem Ansatz den IT-Sicherheitspreis der Horst-Görz-Stiftung bekommen. Horst Görz hat uns sehr unterstützt mit vielen Sachen. Ich will das mal stellvertretend nennen und Ihnen an dieser Stelle auch im Namen uns aller herzlich dafür danken. Und wir haben noch einen zweiten Standard in der Pipeline. Das ist von der Nina Bindel und von Juliane Krämer. Die Juliane Krämer ist jetzt Athene Young Investigator, also eins dieser Maßnahmen, die sie eingeführt haben und hält die Fahne der Post-Quantum-Kryptographie hoch, auch in dem Sonderforschungsbereich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Juliane Krämer, die Nina Bindel, die hat das sozusagen, die hat damit promoviert, aber die ist jetzt Postdoktorandin in der University of Waterloo. Und wenn Sie das unterstützen würden, weiter. Und dann die Frage, wann kommen denn jetzt endlich mal leistungsfähige Quantencomputer? Ja, wird man ja oft gefragt. Eben konnte ich den Artikel, den Vortrag noch updaten. Gestern kam das Nature Paper. Also das seit einem Monat, es gab ja so ein Leak, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, auf der NASA-Seite gab es so ein Leak, eine Mitarbeiterin hatte ein Paper dort veröffentlicht und dann wieder runtergezogen, weil sie es nicht durften. Jetzt ist es bei Nature und das heißt Quantum Supremacy using a Programmable Superconducting Processor. Das heißt, Google sagt, das ist das Google-Forschungszentrum in Santa Barbara für Quantum Computing, die sagen, wir haben die Quantum Supremacy. Also, was ist Quantum Supremacy? Quantum Supremacy bedeutet, zeig mir einen existierenden Quantencomputer und ein Berechnungsproblem, was der lösen kann, was man auf herkömmlichen Computern in vernünftiger Zeit nicht lösen kann. Also es ist die Praxis, ja? Etwas, was du da machen kannst, und wenn du einen normalen Computer nimmst, würde das ellenlange dauern. Denn es ist ja immer die Frage, ist es nun wirklich Quantencomputer, können die nur mehr oder nicht? Und die Quantum Supremacy haben die gezeigt, ganz kurz nur dazu, was das bedeutet. Die haben diesen Sycamore supraleitenden programmierbaren Quantenprozessor mit 54 Quantenbits gemacht. Ich habe gelesen, nur 53 von denen funktionieren. Aber das Besondere ist erstmal, das Ding ist programmierbar. Und was ist die Berechnungsaufgabe? Im Grunde genommen ist die Berechnungsaufgabe sozusagen so richtig, wir würden als Informatiker sagen, straightforward. Die erzeugen zufällige Schaltkreise, nicht? Also da sind Sie, Sie sehen hier, das sind solche Quantengatter. Und jetzt erzeugen einen zufälligen Schaltkreis, indem Sie die irgendwie verbinden mit bis zu 20 Quantengattern und dann lassen Sie das Ding rechnen. Ja? Und wenn Sie das simulieren wollten, dann würde der schnellste Rechner der Welt über 10.000 Jahre brauchen. IBM hat das, glaube ich, schon in Zweifel gezogen, dass das alles richtig funktioniert, habe ich gelesen. Aber so funktioniert das mit dieser Quantum Supremacy. Das heißt, es hat die Leute sehr beeindruckt und das bedeutet tatsächlich, wir müssen gucken, was wir in dem Bereich machen. Das ist der Kryptografie-Teil gewesen, ein paar Erfahrungen aus der Zeit. Also erstens mal möchte ich sagen, meine eigene mathematische Ausbildung war ein hervorragender Ausgangspunkt für mich. Ich konnte viele Sachen lernen. Also ich kann das auch jetzt für die Studierenden, wenn sie eine vernünftige Grundlagenausbildung haben, können sie das für viele Sachen brauchen. Dann gut vorbereitete Vorlesungen haben mir immer große Freude gemacht. Also manchmal habe ich mich nicht so gut vorbereitet, aber das hat mir immer große Freude gemacht und ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei den Studierenden bedanken, die mir zugehört haben. Und Grundlagenforschung ist eine unverzichtbare Voraussetzung für gute Anwendungen. Das sehen Sie ganz deutlich in der Post-Quantum-Kryptographie.
Gut, jetzt kommt noch ein kurzer Teil über Cybersicherheit und dann der Ausblick. Jetzt ein bisschen, also ich habe jetzt nicht so viel gesagt über die meine forschungspolitischen Sachen und so, die ich gemacht habe. Das ist ja jetzt ich als Informatikprofessor. Wir sind der Profilbereich CISEC, der wurde schon erwähnt. Also einer der stärksten Bereiche, und wenn Sie sich den angucken, dann sehen Sie 18 Professorinnen und Professoren der Informatik sind dabei, 2 Physiker, was ganz Besonderes, dass wir da auch, ja, weil das ist ja eigentlich die Kooperation nicht so häufig, Maschinenbauer 3, Wirtschaftsinformatiker 3, ein Biologe, Philosoph und auch Humanwissenschaften 2. Das heißt, wir sind interdisziplinär aufgestellt und wir haben echt was geschafft gemeinsam. Ich zähle es mal kurz auf, ja? Also 2 Löwe-Zentren, 2 Löwe-Schwerpunkte, ein DFG-Sonderforschungsbereich, Graduiertenkolleg, DFG-Schwerpunkt, eine Heisenberg-Professur, ein Forschungszentrum von Intel, Spitzencluster, ein Kompetenzzentrum. Das Forschungsgebäude wird zur Hälfte auch vom Bund bezahlt und ERC Starting Grant. Wenn ihr noch andere Sachen findet, dann tragen wir das demnächst mal nach. Wir sind auch nicht schlecht in der Lehre. Wir haben einen super Master in IT-Sicherheit. Wir haben über 100 Promotionen gehabt und hunderte von Bachelor- und Master-Studenten. Und wir sind dabei sehr gut. Und das, an der Stelle möchte ich mich mal bei der Universitätsleitung bedanken. Auch sehr unterstützt worden. Also wie man genau rechnet, weiß ich nicht. Aber mindestens 4 neue Professuren. Das Forschungsgebäude wird von der Universität finanziert und gemanagt. Dafür sind wir sehr dankbar. Die Nachwuchs- und Forschungsförderungsinfrastruktur konnten wir nutzen und die Internationalisierungsinfrastruktur und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also ohne, dass die Universität uns so unterstützt hätte und natürlich auch der Fachbereich Informatik, hätten wir das nie geschafft. Und ich möchte Ihnen da an dieser Stelle herzlich danken. So, und das habe ich auch noch ein bisschen detaillierter. Genau, das ist der einzige Zettel, den ich jetzt hier habe, siehst du? Genau, also, hier kommt jetzt der Dank für diese Unterstützung. Claudia Eckert. Ich halte nächste Woche auf ihrem 60. Geburtstag in München einen Vortrag. Ohne dass die das hier eingeworben hätte, wäre das nicht passiert. Ich danke ihr dafür und glaube ich auch in unser aller Namen nächste Woche. Horst Görz habe ich schon erwähnt, mit ihrer Förderung von der Professur von Claudia Eckert hätten wir das nie geschafft. Der Professur von Stefan Katzenbeißer hätten wir das nie geschafft. Wir bedanken uns dabei. Herr Encarnasau, ich habe eben mal gesagt, er ist der Pate der IT-Sicherheit, er hat das von Anfang an super unterstützt. Präsidium, unser Altpräsident, Herr Prömel, hat das schon gesagt. Unsere Zusammenarbeit, das war für mich ganz großartig mit Ihnen zusammen. Ich weiß noch, wie wir da auf der Bank saßen und sagen mussten, also wo diese Präsidentenwahl war und ich sozusagen mal Demokratie erleben musste von der anderen Seite. Und wir wurden so komische Fragen gefragt, was ist das letzte Buch, das Sie gerade gelesen haben und so. Das war ein bisschen kurios. Er hat die Wahl gewonnen und das war in der IT-Sicherheit unser Glück. Und so konnten wir auf diese Weise das, glaube ich, in einer hervorragenden Kooperation machen. Also das war toll. Und natürlich Manfred Efinger. Hier sind Sie. Genau. Sie haben uns, also wir haben ja öfter, habe ich in Ihrem Büro gesessen und Sie waren immer so auf dem Punkt. Ich habe Ihnen irgendwas vorgerechnet und sowas. Ich habe mich immer versucht, sehr gut vorzubereiten und Sie konnten es dann noch eine gute Frage stellen und so. Aber es war immer klasse, das mit Ihnen zu besprechen. Auf den Punkt und das war immer sehr ergebnisorientiert. Auch das andere Präsidium hat uns natürlich da sehr unterstützt. Und jetzt natürlich will ich an dieser Stelle auch mal extra was sagen über die Universitätsverwaltung. Ja? Also ich muss sagen, die Universitätsverwaltung hat meine Arbeit und unsere Arbeit immer ganz hervorragend unterstützt. Also so, und jetzt erwähne ich die mal. Also die Universitätsverwaltung ist in Dezernate und Stabsstellen aufgegliedert. Und ich am Anfang als erstes, ich mache das jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge. Das Dezernat Forschung und Transfer durfte ich selber aufbauen und Frau Ackermann hat das über viele Jahre hervorragend geleitet und das war eine großartige Kooperation als Vizepräsident und auch später, die hat uns sehr unterstützt. Personal- und Rechtsangelegenheiten, großartige Kooperation mit Stefan Weißenseel und seinem Team, Baumanagement, das neue Gebäude, Edgar Dingeldein, Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten, Volker Schulz, Studium und Lehre, Gerhard Schmidt, Struktur und Strategie, Matthias Adam, Internationales, ich erwähne jetzt immer, die anderen mögen sich mit, ich kenne nicht die ganzen Namen, dann sitzen sie morgen noch da, aber ich erwähne jetzt immer die Dezernenten, Immobilienmanagement, Heike Trein,
Ich glaube, international ist Frau Sonntag-Krupp, habe ich ja nicht erwähnt. Kommunikation und Medien, Jörg Volk. Also wir hatten ja immer viel Spaß miteinander. Ich weiß noch, wie ich, das ist eine Geschichte, die ich noch erinnere. Also ich habe ja immer viel fotografiert. Wir standen einmal, als das Ding noch nicht abgerissen war, und haben darüber gesprochen, ob meine Fotos nicht mal irgendwie nützlich sein könnten. Waren sie dann hinterher doch nicht. Habe ich dann was anderes gemacht. Aber es war, naja, es war immer, von Anfang an haben wir, glaube ich, sehr schön kooperiert. So, und dann, das ist eine Stabsstelle, eine andere Stabsstelle, die mir sehr wichtig war und die ich einfach auch an der Stelle mal erwähnen möchte, ist Sozial- und Konfliktberatung. Habe ich gelegentlich in Anspruch genommen. Die Meda Mevissen macht das ganz hervorragend. Servicestelle Familie, Ellen von Borsiskowski. Und dann möchte ich auch mal sagen, hier Fachbereich Informatik, ja. Ich meine, wenn ihr habt gesagt, ich kann Sachen gut erklären, warum man sie machen soll. Aber da müssen auch Leute sitzen, die das mitmachen. Also das war toll. Also und natürlich das Dekanat. Da möchte ich jetzt im Dekanat Wolfgang Henes erwähnen, unseren großen Jazzbassisten. Wir haben gestern, war ich in der Alten Oper, haben ein großartiges Jazzkonzert gehört und dann habe ich mit Wolfgang Henes gesimst. Der war gerade selbst am Konzert. Und so großartige Unterstützung, Heike Schmitz-Spahl, Anne Grauenhorst, Astrid Endres, Christoph Thies und die Kolleginnen habe ich schon erwähnt. Die anderen Fachbereiche, ja, wir haben zusammen im Senat gesessen und ihr musstet uns alle immer unterstützen bei den halbseitigen Sachen, die wir da so gemacht haben. Das Fachgebiet natürlich, Marita Skrobitsch und Rita Jäger-Beck habe ich erwähnt, die SciSec-Geschäftsstelle, Elena Dröge, Daniela Fleckenstern, Jens Adler, Ann-Kathrin Braun, Anke Voges, Marion Beck, die Crossing-Geschäftsstelle, großartige Unterstützung, Johannes Braun und Stefanie Kettler. Und dann habe ich auch einen Software-Cluster zu verantworten gehabt, Denise Goldstein und Tidarat Schneider. Also allen und herzlichen Dank, auch die ich jetzt nicht namentlich erwähnen konnte. Und ich werde mich bei Ihnen später noch bedanken. Ich werde jetzt noch ein paar Worte auch inhaltlich sagen zu dem Cybersecurity-Thema. Und zwar, das ist wirklich super, ja. Das ist so eine katholische Jugendarbeitsgeschichte, das sehen Sie hier, ne? Da stehen wir alle und so, der Papa ist schon ein bisschen älter geworden inzwischen, ja, schneidet kein Brot mehr, aber wir haben uns zweimal im Jahr getroffen mit all den Leuten und gucken Sie sich das mal an, dass das eine Chance ist, mit so vielen jungen Leuten gemeinsam was Tolles machen zu können. Und was wir da machen, ist halt, wir kombinieren die Kryptographie mit der Quantenphysik, mit der Systemsicherheit und dem Software Engineering, um Probleme zu lösen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Und das Beispiel, was mich interessiert hat in den letzten Jahren, war die Frage, wie lange brauchen wir eigentlich Vertraulichkeit? Ja, Passwörter müssen vertraulich sein. Was würden Sie sagen, wie lange? Ich weiß nicht, wie häufig wechseln Sie Ihr Passwort? Muss jetzt jeder mal auf einen Zettel schreiben, dann nehmen wir die Zettel, sammeln wir die ein, rechnen den Durchschnitt aus, 50 Jahre, muss 50 Jahre vertraulich sein, oder? Nein, also eigentlich sollen Sie Passwörter häufig wechseln. Passwörter kann man sagen, ich weiß nicht, Herr Görz, wie oft wechseln Sie Ihr Passwort? Gut, vergessen Sie es. Was? Ja. Ja, er sagt, es gibt Konzepte, die die Passwörter obsolet machen. Ich mache den Job schon lange, haben wir immer mal wieder versucht. Also, naja, Passwörter halt, wenn du so häufig wechselst, nicht so lange. Ja? Aber jetzt kommt das, Patientenakten. Jetzt sind die plötzlich, liegen irgendwo rum. Wie lange wollen Sie die vertraulich halten? Und da ist klar, ne? Du musst es machen, solange die Menschen leben. Man möchte nicht, dass jeder meine Patientenakte liest. Und was ist mit Chats? Hä? Sofort löschen? Ah, das ist eine interessante Frage. Sofort löschen könnte man sagen, aber das hilft natürlich nichts, wenn da einer steht und gesessen hat und alles aufgezeichnet hat. Ja? Hat man sie zwar bei sich gelöscht, sieht sie nicht mehr, kann man sich nicht mehr erinnern, aber der Feind kann sie immer noch sehen. Also ich habe diese Frage, vielleicht haben die Leute Sie das auch schon mal gehört. Angenommen, es gäbe in einem Jahr eine Webseite, da kann ich draufklicken und da sehe ich, hier ist die Webseite von Almut Knag, das ist meine Frau, alle deine
WhatsApp-Nachrichten können alle in der Welt sehen. Findest du das akzeptabel? Nein, ne? Das ist ein bisschen suggestiv. Ne? Also fänden Sie das akzeptabel? Wenn das in einem Jahr gibt, diese Webseite, brauchen Sie nur den Namen nennen, dann können Sie das lesen. Ein Jahr ist nicht so richtig gut. Zwei Jahre, ich meine, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie lange, ja? Zwei Jahre, fünf Jahre, 10 Jahre. Qualität, er hat gesagt, es hängt von der Qualität der Verfehlungen ab. Keine Ahnung, aber es ist eine sehr interessante Frage. Wir haben diese, das ist eine neue Frage, muss man sagen. Früher konnte man nicht so viel Zeug speichern. Aber heute kann man das alles speichern, das Zeug. Und wir müssen echt die Frage stellen, wie lange soll das geschützt werden? Ich will mal Folgendes sagen. Also viel vertraulich, also ich würde gerne haben, dass meine Kommunikation, solange ich lebe, nicht von irgendjemandem eingesehen wird, wenn er das oder sie das will. Das heißt also, wir stehen hier, und das ist eine sehr interessante Feststellung, vor der Notwendigkeit, vielleicht Vertraulichkeit für 100 Jahre und mehr zu garantieren. Und das Dumme ist, dass die NSA ein Datenzentrum hat in Utah. Und ich habe das mal ausgerechnet, also wenn Sie das bei Wikipedia nachgucken und durch die Größe und durch die Anzahl der Menschen in der Welt teilen, dann hat das einen Speicherplatz, also die Größe schwankt, keiner weiß, es ist geheim, aber der Speicherplatz ist zwischen 100 Gigabyte und 10.000 Terabyte pro Mensch, je nachdem, wie die Schätzung ist. Ich weiß nicht, Christian, hast du eine Kenntnis darüber, wie groß das Ding ist? Was würdest du sagen? Ich habe mal 10.000 Terabyte jemandem gesagt, dann hat er gesagt, das geht energetisch überhaupt nicht. Was würdest du denken, was sie hinkriegen? Also es gibt 10 Milliarden Menschen, nicht, das ist eine Zehnerpotenz, das ist gut. Okay, also er hat gesagt, Energie hängt davon, also wie gesagt, aber das ist die Größenordnung, und was die selber sagen ist, was sie machen wollen ist, Sie möchten die verschlüsselten Daten heute speichern und später entschlüsseln. Das ist ein klarer Plan. Also wenn es Quantencomputer gibt, dann können die das Zeug entschlüsseln. Und die NSA sagt das auch, dass sie das machen. Die NSA ist bestimmt nicht die Einzigen, die das machen. Das heißt, angesichts dieser Lage und angesichts zum Beispiel der Quantencomputerbedrohung oder der Endlichkeit der Kryptographie ist, was machen wir jetzt? Und wie erzeugen wir langfristige Vertraulichkeit? Eine Folie dazu, wie wir das machen, das ist hier, wie arbeitet die Kryptographie mit der Quantenphysik zusammen, was unser Alleinstellungsmerkmal ist in unserem Sonderforschungsbereich. Meine Liebe zur Physik hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich selbst Physiklehrer bin von Hause aus und exzellente Physikkollegen hier habe, mit denen es immer große Freude gemacht hat, zusammenzuarbeiten. Also, die Kryptographie trägt bei die One-Time-Pad-Verschlüsselung. Die habe ich jetzt gelernt, nicht auf Wernham, sondern auf diesen Frank Miller zurückgeht. Der Wernham hat es dann 50 Jahre später wiederentdeckt und patentiert. Und der Shannon hat bewiesen, die ist ewig vertraulich. Das heißt also jetzt in der Sprache der Informatik informationstheoretisch sicher. Und die Physiker, die Physik trägt bei, Charles Bennett und Gilles Brassard haben 84 den Quantenschlüsselaustausch erfunden. Und die können beweisen, Sicherheitsgarantie ist so sicher, solange die Quantenphysik stimmt. Das ist eine sehr interessante, ich habe letztens einen Vortrag in Japan darüber gehalten. Glauben Sie, dass die Quantenphysik stimmt? Glauben Sie, dass die in 50 Jahren noch stimmt? Dann habe ich gesagt, ja, also das ist ja in der Physik eigentlich immer so. Ich weiß nicht, jetzt frage ich mal den Physiker. Wenn es die nächste Theorie gibt, dann subsumiert die alte. Das würden Sie auch sagen, ne? Aber da war ein Physiker im Auditorium, der hat gesagt, nein, 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 es gibt die Hidden Variables und wenn man die wüsste, ist der ganze Zufall weg und sowas. Keine Ahnung. Also wir glauben, also auch hier ist ein exzellenter Physiker in der ersten Reihe, der das bestätigt. Also die Quantenphysik, das ist eine viel stärkere Sicherheitsgarantie. Und es ist auch sehr interessant jetzt, dass man Sicherheitsgarantien hat, nicht ist ein schweres Berechnungsproblem, sondern eine Theorie stimmt. Und das ist der Ansatz, den wir gemacht haben. Wir haben auch Experimente damit gemacht. Wir haben ein System gemacht, mit dem jetzt prototypisch in Japan Daten abgesichert werden. Und das ist ein schöner Fortschritt. Was habe ich für Erfahrungen gemacht in der Zeit?
Naja, also erstmal habe ich die Erfahrung gemacht, nachhaltige Cybersicherheit und Privatheit sind zentrale Zukunftsthemen. Das habe ich Ihnen eben gesagt. Das ist neu und das ist sehr wichtig. Und dann, was uns erfolgreich macht, ist Kooperation und gegenseitige Anerkennung. Das ist, also ja, Kooperation gegen, also ich, das will ich sozusagen auch einfach nochmal sagen, ja, hier. Also wir haben auch viel Konkurrenz gesehen und so weiter. Was uns letztlich, das ist eine Erfahrung, was uns letztlich erfolgreich macht, ist Kooperation. Der Alex Buchmann, unser Ex-Kollege, hat immer gesagt, Mutual Admiration Society. Wir müssen eine Mutual Admiration Society generieren. Also Kooperation und gegenseitige Anerkennung. Ich will einfach das auch hier nochmal als wichtiges Stichwort sagen. Jetzt ist das, gleich kommen noch ein paar Sachen für die Zukunft. Ein paar Dinge, für die ich wirklich sehr dankbar bin. Wenn man Professor ist, es ist halt einfach großartig, man kann an selbstgewählten, interessanten Themen arbeiten. Ein Wahnsinnsprivileg. Ich hatte einen enormen Gestaltungsspielraum. Sie haben mir Vertrauen gegeben und unterstützt mich. Und das ist auch großartig gewesen, mit klugen, kreativen, interessierten und freundlichen Menschen zusammenarbeiten zu können. Und ich habe sie mal hier auf der Folie, das sind die, ich hatte 75 Doktorandinnen und Doktoranden und viele Postdocs und so. Ich konnte nicht alle Bilder letztlich finden, aber ich habe einfach mal die Bilder zusammengestellt und möchte mich auch jetzt hier nochmal bei all denen, die ich zeige und die ich jetzt nicht zeige, für die Kooperation bedanken. Zukunft. Ja, ich mache jetzt noch was. Ich greife zwei Sachen raus. Ich mache für die Leopoldina ein interessantes Projekt über Digitalisierung und Demokratie. Den Zusammenhang, ob die Digitalisierung die Demokratie eher bedroht oder wie sie sie fördern kann. Und das haben Sie vielleicht ja auch schon gewusst. Ich beschäftige mich mit dem Thema Achtsamkeit oder auf Englisch Mindfulness. Ich will dazu gar nicht so viel sagen, sondern nur dieses Zitat bringen von dem großen Achtsamkeitslehrer Thich Nhat Hanh, der Folgendes gesagt hat. As countless people have discovered over the past 25 years, mindfulness is the most reliable source of peace and joy. Anyone can do it. And it's become increasingly clear that not only our health and well-being as individuals, but our continuation as a civilization and a planet depend on it. Nehmen Sie das einfach mal mit. Ich denke, das hat was für sich. Übrigens, es gibt viel wissenschaftliche Untersuchungen, die das unterstützen. Wenn Sie gucken wollen, was wir machen, dann haben wir hier die Webseite mbsrdarmstadt.org. Und an der Stelle möchte ich mich für Ihre Geduld und Ihr Interesse bedanken und möchte mich bedanken bei denjenigen, die diesen Tag möglich gemacht haben. Vielen Dank an alle. Dankeschön. 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 Vielen Dank. Johannes, wir haben so eine Art Before-Party-Geschenke für dich. After-Party werden wir alle so betrunken sein. Das ist zwar irgendwie sehr mathematisch, zahlentheoretisch. Das ist Johannes auf dem Logo. So, und ich hoffe, du hast Spaß damit. Dankeschön. Wir dachten etwas Besonderes, aber das bist du in der Tat. Ja. Das ist mathematische Abstraktion von ihm. Jetzt kommt unser Freund Thomas Schneider.
Wir haben gesehen und gehört, du liebst Gedichte. Wir haben dir ein Gedichtband individualisiert, wo viele Kollegen dir ganz viele Lesezeichen reingetan haben, was wir mit diesen Gedichten assoziieren. Wir hoffen, du hast ganz viel Freude damit. Und das Buch heißt Devotions, weil du so viel devoted hast für den ganzen Fachbereich, für die Informatik, für die TU Darmstadt. Vielen Dank. Und dann haben wir auch noch gehört, dass Johannes ein großer Fan von Udo Lindenberg ist. Und daher haben wir ihm 4 Tickets für ein Konzert, Live-Konzert in Berlin, glaube ich, besorgt. Super, danke schön. Da war ich früher auch. Ja, und das Kollegium des Fachbereichs weiß ja um deine Leidenschaft für Fotografie und Jazz. Und deswegen haben wir gedacht, wir würden die Leidenschaft auch für die Zukunft gerne unterstützen mit Gutscheinen aus diesen Bereichen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute für dich. Vielen Dank für alles. Ich bin sehr berührt und ich möchte mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken. Das war ganz toll und ich habe es auch schon mal gesagt, man wäre schon das Privileg, wenn er auch aufhört zu arbeiten, dass die Leute so nett sind. Und das auch, also nett sind viele, aber das auch sagen. Also vielen Dank und jetzt gibt es noch den Empfang und ich freue mich noch mit vielen von Ihnen zu reden.